Einen wunderschönen guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest und eröffne die 61. Plenarsitzung. Wird die Beschlussfähigkeit angezweifelt? Gut. Dann kommen wir zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1 bis 4, 6 bis 8. 10 und 14. Der Innenausschuss tagte gestern Abend und hat zu den zwei zurücküberwiesenen Gesetzentwürfen seine Beschlussempfehlungen abgegeben, die in ihren Fächern verteilt wurden. Diese finden Sie unter den Tagesordnungspunkten 65 und 66 auf dem Nachtrag der Tagesordnung. Tagesordnungspunkt 67 wird von der Tagesordnung abgesetzt, da der entsprechende Gesetzentwurf gestern in zweiter Lesung abgestimmt werden konnte. Noch eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main gemeinsam entwickeln, Drucksache 19/2983. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 69 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 29 zu diesem Thema aufgerufen werden. Da sind wir uns einig. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP betreffend europäische Vergemeinschaftung der Einlagensicherungen, Drucksache 19/2984. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 70 und wird zusammen mit Tagesordnungspunkt 11 aufgerufen und danach ohne Aussprache abgestimmt. Weiterhin eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Einigung der Flüchtlingspauschalen mit den hessischen Kommunen als richtige Antwort auf die aktuelle Herausforderung hoher Flüchtlingszahlen, Drucksache 19/2985. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht, und dieser Entschließungsantrag wird Tagesordnungspunkt 71 und wird, wenn dem nicht widersprochen wird, zusammen mit 16 aufgerufen. Zum Ablauf der heutigen Sitzung, Kolleginnen und Kollegen. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 29, Antrag der Fraktion der SPD betreffend internationale Bauausstellung Rhein-Main, Drucksache 19/2413. Dazu wird aufgerufen der Dringliche Entschließungsantrag Nummer 19/2983 von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dann folgt Tagesordnungspunkt 45, Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Seniorenpolitik als wichtiger Baustein, Miteinander, Füreinander zwischen Jung und Alt, Erfahrungswerte nutzen, Lebensqualität und Selbstbestimmung erhalten, Drucksache 19/2897. Und damit zusammen wird Tagesordnungspunkt 48 aufgerufen. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 50, Drucksache 19/2903, zusammen mit Tagesordnungspunkt 44. Es fehlen heute entschuldigt Herr Ministerpräsident Bouffier ab 17.30 Uhr, Frau Staatsministerin Puttrich ab 12.45 Uhr und entschuldigt wegen Erkrankung sind Frau Vizepräsidentin Hammann, Frau Abg. Feldmayer, Herr Abg. Banzer und Frau Abg. Ypsilanti. Dann darf ich Ihnen noch einen Hinweis geben. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung findet wie jedes Jahr vor Weihnachten die Übergabe des Friedenslichts durch verschiedene Pfadfindergruppen in der Lobby des Plenarsaals statt. Mit dem diesjährigen Motto Hoffnung schenken, Frieden finden will die Aktion Zeichen für Gastfreundschaft und für Menschen auf der Flucht setzen.
Ich lade Sie alle ein, an der Übergabe des Friedenslichts teilzunehmen. Und ein letzter Hinweis: In der Mittagspause der Plenarsitzung kommt der Untersuchungsausschuss 19.1 im Sitzungsraum 204M zusammen. So, und jetzt haben wir es geschafft und können in die Tagesordnung eintreten. Herr Rudolph. Zurzeit kein einziges Mitglied der Landesregierung, sondern lediglich beauftragt. Jetzt kommen Sie gerade, prima. Wir haben eigentlich schon begonnen, Herr Staatsminister. Da der zuständige Minister aber noch nicht da ist, das ist offensichtlich Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir, würden wir bitten, dass wir den so lange dann eben warten, bis Herr Al-Wazir wohl da ist. Und der ist wohl das zuständige Mitglied des Kabinetts. Es sei denn, die Landesregierung macht einen anderen Beauftragten. Das kann ich aber nicht beurteilen. Ja, dann muss er auch dazu reden, vielleicht. Gut, darf ich um Hinweis bitten, ob Herr Staatssekretär dazu redet oder? Der Herr Staatssekretär ist schon im Haus, Herr Al-Wazir steht auf der Autobahn im Stau. Vielleicht kommt er doch, da ist er. Gut, ich habe gerade gehört. Herr Wuffi. Ja. Ich habe gerade gehört, dass der Wirtschaftsminister im Stau steht, und es gibt die Bitte. Wir diskutieren aber jetzt nicht über staufreies Hessen, aber es gibt den Vorschlag, dass wir eventuell die Setzpunkte von CDU und SPD tauschen und jetzt zuerst mit dem anderen Tagesordnungspunkt beginnen. Herr Rudolph. Staufrei in Hessen ist die eine Geschichte. Wir haben eine Tagesordnung. Die Landesregierung ist augenscheinlich vertreten. Damit ist dem Petitum Rechnung getragen, und wir sind sprachfähig. Gut, dann bedanke ich mich.